Hallihallo, Hallöchen, und da sind wir dann auch gleich schon wieder bei Let's Play Candace Cannon Edit. Mein Name ist EditDP und das sind viele Leute, die mir aufs Maul hauen wollen. Oh, treffen, Junge, treffen. Brella. Oh, genau, trefft euch gegenseitig, das ist gut. Ich will mein Fahrrad, ich gehe hier nicht ohne mein Fahrrad weg. So, komm, wir haben's, nur noch wegkommen. Komm. Ist nicht so schlimm, dass du getroffen wurdest. Hauptsache, wir sind da weg. Sehr schön, wir haben's geschafft. Wir sind der Höllenbrut entkommen. Muss ich nur noch mal ganz kurz ein Mädchen finden. Ah, okay. So ausreichend, um mich zu heilen. Hi. Jetzt los, küssen. Ja, komm, los hier, küss mich. So, wie sieht's denn hier aus mit Mission? Ich sehe doch da noch einen Stern. War es nicht ein Boxwettkampf? Ja, komm, ich hab's doch kapiert. Du magst mich. Ja, schön. Ja, uns hat bestimmt jemand gesehen. So, was haben wir hier noch für Missionen? Die Box-Herausforderung. Es ist 10 Uhr. Ach komm, machen wir noch. Ja, komm. Weg da. Aber das Fahrrad ist echt schnell. Das muss man mal sagen. Was ich ja auch mal positiv anmerken muss, beziehungsweise wofür ich mich bedanken muss vor allem, dass wirklich sehr viele dieses Spiel so sehr mögen. Also es wird ja wirklich verlangt, dass ich da viele Folgen hochlade und all so ein Kram. Nur manchmal ist es leider gar nicht zeitlich möglich, was mir auch wirklich leid tut. Ich würde natürlich gerne täglich 3 Folgen oder sowas raushauen, aber es geht leider nicht. Darum tut mir auf jeden Fall leid. Es wird erstmal dabei bleiben, jeden zweiten Tag. Aber dafür habt ihr ja jetzt so mittlerweile, wenn ich mich jetzt irre, auch noch Crash Bandicoot 1. Jeden zweiten Tag. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Poke-MMO, Feuerrot, müsste ja täglich laufen. So how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. Now what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. Alright. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? You know what? Don't worry about it. Ach, komm einfach mit, Petey. Frag doch nicht. Meine Abonnenten mögen dich. Die fanden dich richtig so süß im Hasenkostüm. Auch könnt ihr euch noch an Jimmy, sag ich schon, Petey im Hasenkostüm erinnern. An Halloween. Auch das war doch sowas von schnucklig. Oh. Am liebsten gleich. Oh, kann ich dich nicht jetzt mittlerweile auch küssen? Come on, baby, you know you want to. Ja, komm, Pinky. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hat jetzt eine Sperrstunde? Willst du mich verarschen? Das ist ja schon um 11, stimmt. Ja, ich weiß, du kannst nicht ohne mich. Oh, wow, Jimmy. You really know what you're doing. Ja, das weiß ich. Sag mal mir öfters. Na, Baby? Babys? Oder? Ach, du weißt, was ich mein, Baby. So, wie kommen wir jetzt am besten hin? Oh, da wurden wir erwischt. Komm schon, der kann uns eh nichts. Oh, hier ist eine Rampe, die will ich mitnehmen. Wow! Yeah. Sah schon cool aus, oder? Egal. So, so ein kleiner Karton hat mich behindert gemacht. Oh Gott. Ach, ja. So, kämpfen wir jetzt nochmal gegen Biff, wenn ich das richtig gelesen hatte. Biff war doch der Typ, der uns in der letzten Folge in dieses Preps-Haus reingelassen hatte. Und jetzt müssen wir gegen die Preps antreten. You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Popper. Of course, the best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. Okay, Boxen war ich jetzt nicht der Beste, sag ich mal. Na, wir kriegen das hin. Immerhin haben wir jetzt coole Haare. Nein, eigentlich nicht. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht bessere Haare finde.
Ich muss aber nochmal ganz kurz die Steuerung herausfinden. Das ist blocken. Oh, scheiße. Das war so nicht geplant. Oh, warum hau ich einen Biff so gut aufs Maul? Biff wehrt kaum ab. Na, jetzt so. Ah. Jetzt wehrt er ab. Kann er... Jimmy kann nicht verlieren? Guck mal, der kam auf mir drauf und wie er will, ich verliere kein Leben. Ist das so vom Spiel gewollt? Wenn ihr da mehr dazu wisst, sagt mir Bescheid. Ich kann doch hier nur gewinnen. Das ist doch unfair, komm. Ihr habt mir noch einen Schlag hinter der Zeit verpasst. Disqualifiziert ihn. Scheiße, ich kann mich jetzt hier eigentlich sowas von vermögen lassen, wenn ich das Schaden kriege. Oder kann er jetzt... Hau mal zu. Au. Oh. Okay, kein Schaden. Ich habe mich schon gewundert, warum es für mich so gut aussieht. Ich bin die ganze Zeit immer noch grün gewesen. Ich sehe ja nur die Farben so ein bisschen. Ja. Oh, er hat mir was abgezogen. Ach, stimmt ja. Ich hatte ja noch den Schutz von den Mädchenküssen. Stimmt. Deswegen. Ah. Ha, ha, ha. Heißt, das ist immer gut. Und BAM! Ja, also, wenn ihr boxen wollt, am besten erstmal vorher küssen. Kann auch ein Kerl sein. Oh Gott. Nein, küsst euch nicht mit einem Kerl. Also jedenfalls in dem Spiel nicht, weil dann werdet ihr, denke ich, wieder runtergemacht. Who's the baddest? Me. Who's the toughest? Me. Who's the man? Ich? Me. Nicht du, Jimmy, ich. Me, losers. Ich? Me. The champion. Das kann sein. Number one. I killed the best. I will beat the rest. Yeah. What have we got here? That poor kid just beat up Biff. He's our new champion. What? He is the new champion. Yeah, come on. Come on, man. Woo! You disgust me. It takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. You filthy Democrat. Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! Was? Ich hab's nicht gelesen. Hab nur gesehen, dass sie sich für mich gefreut haben, beziehungsweise hab ich's gehört. Ist doch so, oder? Was? Was war denn jetzt los? Ich hab's nicht gelesen. Scheiße. You guys soften him up. Was? Wollen mich jetzt verarschen? Ich muss sie jetzt hier alle vermöbeln. Komm, komm, schön drauf da. Jeden, einen nach dem anderen. Jetzt bist du dran. Falscher, genau. Naja, das ist ein... So ein Eltriger wie ich. Der heißt, der hat nicht so viel drauf. Wie, das war's? Wo muss ich jetzt hin? Ist der da? Ach, der ist da oben, okay. Kannst du mal die Kamera? Die Kamera ist hier noch manchmal ein bisschen problematisch. Oh ja, wir können uns sogar noch hier heilen. Okay, also es soll angeblich hier schwer werden. Speer werfen. Was? Ja, komm her. Kann ich nicht sogar aus der Ferne? Zack, zack und drauf. Genau. Du hast eh keine Chance. Ich kann mit Eiern auf dich werfen, Junge. Ey, die Eier sind doch nicht mal so eine schlechte Idee. Habt ihr das gerade mitbekommen? Was haben wir hier? Ach so, eine verschlossene Tür. Ich dachte, da komme ich rein. Es ist schwer, die Kamera zu drehen und nebenbei zu latschen. You pathetic wretch, hiding behind your friends. Echt, ey. I'm leveraging the assets I have and you don't. Friends. Just shut up, Darby. Echt, ey. Here's some more tactics for you, poor boy. Au! Das nennst du Taktik, einfach mehr Leute zu nehmen? Zack, da habe ich schon den ersten. So, jetzt komm, nehmen wir den noch schnell. Der kann jetzt nichts mehr. Der kann doch nichts mehr sehen eigentlich. Alter, okay, der hat gut zugeschlagen. Oh, komm, komm. Ja, Derby nebenbei auf die Schnauze hauen eigentlich. Wie sehe ich doch den an, oder nicht? Dachte ich jedenfalls. So, jetzt haben wir Derby ganz für uns allein. Glaube ich. Habe ich noch Feuerwerkskörper? Ja, habe ich. Okay.
Aber ich treff den damit nicht. Was ziemlich scheiße ist. Nein, der falsche. Mist, und dann war das auch noch mein letzter. Komm. So, jetzt. Den kriegen wir gut. Den kriegen wir hier ganz gut gerade. Aber da ist noch ein Gummiband. Okay, er weicht gut aus. Und haut auch gut zu. Das muss man ihn lassen. So, wo ist der nächste? Aber ich muss gerade sagen, ich habe gerade Probleme. Nein, das willst du doch nicht. Das willst du nicht. Au, ich will das Ding haben. Gib mir das schnell, schnell. Und zuschlagen. Beamcola, okay. Komm, schön auf Derby. So können wir ihn gut noch Leben abziehen. Habe ich eigentlich noch Waffen? Außer die Eier? Au, au! So ein kleiner Wicht will mich hier verhauen. Habe ich hier noch was? Außer die Schleuder. Na gut, die Schleuder zieht nicht wirklich was ab. Komm, hier Eier und dann. Bam, 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 bam. Nein, er wehrt ab. Au, ich habe ihn voll nein ins Auge geworfen. Tech nein. Hm. Ja, wo kommen sie denn? Da haben wir wieder einen. Das erste Opfer. Ah, der ist schon wieder mit der Waffe. Komm, gib. So, die Beamcola, wo ist Derby? Nein, der falsche. Das ist Derby. Das ist... Bist du zu blöd, Derby auszuwählen? Ah, hör doch mal auf, den anzugreifen. Genau, auf Derby. Nee, das ist Derby. Der falsche, schon wieder, verdammt. Derby ist tot. Jetzt noch ihn. Komm, komm. Nee, ist das Derby? Nein, es ist nicht Derby. Das, der Derby liegt schon auf dem Boden. Oh, jetzt rennt er hier die ganze Zeit weg. Dabei soll er doch nur aufs Maul kriegen. Zack, zack. Und da haben wir es. Mal leben. Da ist Derby. Sehr schön. Na komm schon. Who's the boss now? I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder. You are. Good. That's right. Me. Now you girls learn to play nice. You understand? Ach, das war doch eigentlich viel zu leicht. Hat nur ein bisschen länger gedauert, weil er die ganze Zeit immer seine Freunde geholt hat. Und sonst hätte ich den schon lange fertig gemacht. Ja, das weiß, denke ich, jeder. Das Boxen hatte anfangs irgendwie sogar wieder Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Hätte ich nicht gedacht, dass ich heute nochmal wieder gute Laune bekomme. Klasse eigentlich. So, komm schon. Na los. Now, Derby is really stupid, malevolent and rich. So it will surprise none of you to discover in a future life he'll end up in Congress. Okay, jetzt haben wir Winter. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. Also geht's jetzt zu den Greasern. Ich überlege gerade, es gab doch irgendwie eine Serie, wo es auch die Greaser gab. War das nicht bei Hey Arnold mit den Greasern? So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson. They're rich, weak bullies. It was easy. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. Ja, ernst, auf wen sagst du das? Ich denke, das wussten wir schon alle nach Folge 1, dass dieser Laden hier irre ist. Aber okay.
Why was my dad a librarian? Das war ein Mädchenschrei. Warum ist hier drin ein Mädchen? Nee, ernsthaft, warum ist hier drin ein Mädchen? Hey, Baby, come over here. Ist das? Wer ist das? Aber die Mütze gefällt mir. Ich will auch so eine Mütze haben. Kann ich die jetzt kaufen, weil es Weihnachten ist? Brauchst du Geld? Harrington House stellt arme Schüler für niedrige Tätigkeiten ein. Bitte wende dich an Chat oder God. In der Spielwelt sind 75 Gummibänder verteilt. Wenn du alle findest, bekommst du einen Spezialpreis. Ja, das wissen wir schon. Oh, er spielt nur das alte Street Racer. 2165. Ach, wie uncool. Ich hab Street Racer 3D. Was haben wir da jetzt? Verliebte Köchin, Streberherausforderung, eifersüchtiger Johnny. Achso, hier, Chemie 5. Naja, brauchen wir nicht. Ich überlege gerade mal abzuspeichern. Okay, Leute, würde ich sagen, speichere ich jetzt auch wirklich mal ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Candace Kingdom Edit. Mein Name ist EdditEP und ich sage danke fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.